Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin der Beat von Tesla Fans Schweiz. Wir sind heute am Wasser, genauer gesagt am Bielersee in Erlach. Und was hat Elektromobilität mit Wasser zu tun? Es geht nicht um Erzeugung von elektrischer Energie, sondern es geht darum, wie man sich elektrisch auf dem Wasser bewegt. Und heute ist die Firma Candela hier am Bielersee und tut uns ihr neues Elektroboot vorstellen. So, and now I switch to English because Maria is from Candela in Sweden and she will introduce us the boat just by herself. Please. So, thank you. So, I'm standing here in the Candela 7. It's our first model. And I'll quickly run it through. It's on at the moment, but we can't really hear anything because it's fully electric. We know that from our Teslas. That's good. So here we have the front foil. So we have two struts and then like one foil at the bottom. So we can bring it up or bring it down, but it's quite shallow here. So we have it a bit up. And in the aft, we have the aft foil and also the drivetrain. It's a Torqueedo motor inside and designed by us. Torqueedo, you said? Torqueedo, yes. Torqueedo. And it's a 55 kilowatt. And then here, below my feet, we have the battery. It's a 40 kilowatt hour lithium battery. 40. Okay. Good to know. Yeah, should we take it for a ride? Yeah, for sure. Yeah, okay, good. We're looking forward. Jetzt sind wir im Shallow-Wasser-Modus, wo es wenig tief ist. Genau. Und jetzt kann ich den Flügel, die vorne in der Mitte sind, und den hinten kann sie jetzt in normale Fahrmodus ziehen tun. Das heisst, sie senkt alles ab nachher, oder? Wenn wir jetzt schnell schauen, jetzt geht der Vorderflügel in der Mitte runter. Jawohl. Der verschwindet jetzt eigentlich, der geht etwa 1,50 Meter runter. Und nachher kommt der Motor noch hinten runter. Wenn die Flügel runtergehen, die müssen die haben so zwei witzige, dicke Bolzen, die sich justieren, damit das ganze Gewicht von dem Hauptflügel, der Vorderflügel nimmt 90% vom ganzen Schiffsgewicht auf. Einfach nur mit einem Flugzeug. Einfach umgekehrt. Und der Hinterteil, der jetzt runtergeht, das ist nachher eigentlich der Motor und der muss das Schiff so ausnivellieren, oder? Dass es einfach gerade fliegt. Das ist es.
2,81 kW. Das ist jetzt der aktuelle Verbrauch? Das ist der aktuelle Verbrauch, genau. Was du hörst, das Geräusch ist die zwei Bölzen, wo sind so dicke Löcher. Zum Arretieren. Die eigentlich noch die ganze Kraft aufnehmen, oder? Ja. Wo die Flügel drin sind. Und die lösen ich eigentlich zuerst lösen. Das sind hier die blauen Striche, die jetzt zusammengehen. Das heisst, die Bölzen gehen gegen die Mitte raus. Und mir sieht es schwierig auch weg. Ja, ja. Und dann, sobald die drin sind, jetzt steht unlocked und jetzt kommen die hier zum Loch raus, oder? Ich nehme die einfach auf, weil es zu wenig tief ist. Wegen dem Tiefgang, genau. Ja. Hier siehst du jetzt auch die Bölzen. Da ist noch gerade ein bisschen Salat. Das spielt überhaupt keine Rolle, das funktioniert gleich. Dann haben wir einfach die Bölzen, die nachher hier irritieren. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, auch bei wenig tiefem Wasser zu kommen. Und das Boot tut man normalerweise, man kann das normal auf den Trailer laden. Mit dem von See zu See fahren. Okay, now we're back and for sure all of you have some questions. Candela, have you ever heard about? Can you tell us how the exact company name is? Is it Candela or? Candela. Candela. In Swedish. Okay, Candela. But we don't really care how you pronounce it as long as you know about it and know about the boat. Okay, and when was the company founded? So in 2015, our founder Gustav Hasselskog basically went and to fill up his boat at a petrol station and realized that this cannot be the future. Something needs to be done, and he started thinking about how he could do that. And he soon realized that electrifying the waters are not so easy because you need speed and range to compete with the traditional boats. And it took a while, and he realized to be able to get speed and range, you basically need to lift the boat out of the water. And then we come to foils. And foils have been on for a long time, but the problem is you can't really maneuver the boat as a traditional boat. So then comes the software. So he added software. So with this boat, we have ultrasonic sensors in the front that basically reads the water and speaks to the software in the boat that controls the foils. So the foils can move 100 times per second to stabilize the boat. But this took some years. I think in the end of 2016, they had the first prototype in the water. And since then, it's been an ongoing development. And the first production boat were delivered in June last year, so 2019. And a year coming, this is boat number 15. In Switzerland, which we're very happy to have. We have boats in a lot of places around the globe, actually, which is a lot of fun. And we have a full-scale production in Stockholm, in Sweden. And we make the hull of carbon fiber ourselves and assemble it on an island outside of Stockholm. Okay. And you are located in Sweden. Can you tell us where about? In Stockholm. In Stockholm. Stockholm is made up of a lot of small islands, or large ones as well, but islands. One is called Lidingö, quite close to the city, but right by the water. So it's easy for us to go out and test the boats. Okay, so thank you very much for
showing us the boat and taking or giving us a ride. It was really impressive. I enjoyed it very much. Thank you very much. Glad to hear it. Thank you. Und jetzt ist bei mir noch der Christian von Firma Bootbau und Boothandel. Von der Firma War, genau. Kannst du uns schnell erzählen, wie bist du auf Cantella gestossen und wie hat sich das ergeben? Ja, es ist etwas speziell. Wir haben eigentlich immer, ich habe schon länger, seit längerer Zeit gesucht, ein Elektroboot. Aber alle waren bis anhin nur konventionell gewesen. Das heisst, wir hatten einen normalen Bootskörper und hatten etwa 2 Tonnen Batterien eingeladen. Und das Problem ist mit dem höheren Wasserwiderstand, den ein Schiff hat, ist einfach nach 2 Stunden ND-Feuer gewesen, oder ND-Strom. Und nur wenig Geschwindigkeit. Das hat mich immer so ein bisschen abgehalten, eigentlich wirklich auf das Thema zu wechseln mit unserer Werft. Oder wir haben 3 andere Bootsmarken, die normale Verbrennungsmotoren haben im Einsatz. Und einfach nur ein normales Schiff mit Strom ersetzen, ist halt vom Verbrauch her enorm. Oder? Weil der Wasserwiderstand, den man überbrücken muss, ist eigentlich abartig mit dem Schiff, der Reibungswert. Und dann haben wir das gesehen, das Candela, und das ist natürlich eigentlich etwas anderes. Oder? Dadurch, dass man das Schiff zum Wasser auslüpft, fällt der Verbrauch um ein Viertel zusammen und es braucht nur noch 15% von einem normalen Boot pro Seemeile. Also das heisst, 0,15% 15% ist natürlich viel, viel weniger als man ist massiv, oder? Ja, ist massiv, ja. Aber der Grund ist, weil man das Boot zum Wasser auslöpft und nur noch die kleinen Flügel im Wasser drin sind, habe ich halt einfach keinen Widerstand drin. Ja. Und dann habt ihr mal Kontakt gehabt miteinander, nehme ich an. Kontakt aufgenommen mit der Firma, das ist ein ganzes junges Unternehmen, das sind alles nur Ingenieure. Ich komme von der Saab Aerospace, wo die Flügel designt haben, oder ehemalige Mitarbeiter von dort. Und so ist es gestanden. Vor etwa 5 Wochen bin ich in Schweden, um das Werk anzuschauen. Und nach dem ersten Mal fliegen, sagt man ja bei dem Schiff, ist es eigentlich klar gewesen, dass es... Ja, das machen wir, das importieren wir für die Schweiz und machen das als Generalvertretung. Wir schauen halt einfach, dass wir die strengen Schweizer Vorschriften erfüllen können, dass man die Homologierung machen von dem Schiff. Und dann, Homologierung nimmt mich gerade unter. Ich habe kürzlich noch ein anderes Thema mit Anhängerkupplung, ein Thema wegen Homologierungen. Wird dort, wenn jetzt das Schiff eine Zulassung hat, in der EU gilt das nicht grundsätzlich auch auf den Schweizer Gewässern? Nein, das ist ein bisschen ein Unterschied. Die Schweiz ist eigentlich viel strenger. Ist jetzt bei diesem Boot nicht das Thema, was mit Lärm und Abgas Thema ist, aber ein normales Boot, der Verbrennungsmotor darf in der Schweiz 72 Dezibel haben, im Rest des Kontinent Europa ist 74, das ist ja relativ viel, es ist nicht einfach 1-2 mehr, sondern es ist 1-2 mehr. Das Problem haben wir hier nicht, weil man hört eigentlich nichts, oder? Aber es gibt auch Lichterführungen, Navigationslichter, um ihn zu stimmen. Und diesen Prozess haben wir jetzt gestartet. Und wir denken, dass wir innerhalb von einem Monat fertig sind. Oder? Und dann gibt es da halt ein bisschen Anpassungen für die Schweiz, eine Schweizer Version, die man so muss bestellen, dass es halt für die Schweiz funktioniert. Genau. Also ich habe ja vorhin gehört, dass offenbar die letzte Woche sind sehr erfolgreiche Woche waren. Sehr, ja, hat die Sonne gut getan. Ja, jetzt, das kann ich mir vorstellen, nach dieser Covid-Pause, Zwangspause, hat es eine erfreuliche Steigerung gegeben. Jetzt, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von diesen Tesla-Fahrern oder generell Elektroautofahrern sagt, das ist etwas, wo wir gerne tun, mal näher anschauen. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt natürlich automatisch, nebst der Technik, kommt dann auch die Frage, was muss ich investieren? Kann man da Grössenordnung sagen, wo man sich ungefähr bewegt? Das Boot startet bei 220'000 Euro. Das klingt noch relativ viel, aber wenn ich es mit anderen Marken vergleiche, ist es eigentlich gar nicht so viel, wenn man in Betracht zieht, dass der ganze Flugmechanismus funktioniert und dass das wirklich halt ganz ein anderes Erlebnis ist zum Fahren. Man muss auch bedenken, das ist alles handgemacht, das ist alles voll Carbon. Das ganze Schiff ist nur 1300 Kilo schwer, mit Motor und Batterien. Und ich denke, es ist sicher eine Revolution im Bootsmarkt, dass wir nicht mehr Boot fahren, sondern da reden wir vom Boot fliegen. Ja. Und Betriebskosten? Und Betriebskosten sind natürlich ein Bruchteil. Das kann man schon sagen, gegenüber einem normalen Verbrennungsmotor. Ja, wenn ich jetzt hier gehe, tanken, dann muss ich ein paar hunderte Noten vornehmen. Ja, zwei, drei lange Tage. Ja, aber das halt regelmässig. Ja. Und genau. Dieser Weg stecke ich einfach Strom zur Nacht. Und am nächsten Morgen habe ich wieder meine 90 Kilometer, wo ich fliegen kann. Und dann habe ich noch 15 Kilometer Reserve, wo ich einfach normal heimfahren als Reservestrom, was sehr viel ist eigentlich für unsere Seen. Ja, länger dann so ein bisschen draussen rumsündeln und ein bisschen ins Restaurant etwas trinken und wieder ein bisschen baden. Das ist eigentlich perfekt für unsere Seenlandschaft in der Schweiz.
Ja gut, Christian, ich sage herzlichen Dank. Und wir haben ja vielleicht noch eine Überraschung parat. Wir bleiben dran. Nächsten Frühling, der kommt. Und bleiben gespannt. Ja. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals. Merci.